weiterer Neuzugang bei mir, Tim Wörle. Hallo Tim. Hallo. Willkommen bei den Blauen. Du hast deine fußballerische Ausbildung bei der TSG Hoffenheim absolviert. Erzähl mal kurz ein bisschen was dazu. Ja, ich bin damals in der U14 zu TSG Hoffenheim gewechselt, war da jetzt die letzten 7 Jahre. Und ja, war eine schöne Zeit, auf die man zurückblickt, aber jetzt eine neue Herausforderung, auf die ich mich auch freue. Wie kam es zu dem Wechsel zu den Kickers? Ja, ich hatte Gespräche hier, gute Gespräche, und habe mir dann Gedanken gemacht und bin dann zum Schluss gekommen, dass es jetzt für mich die beste Lösung ist, die Herausforderung hier anzunehmen und zu den Kickers zu wechseln. Zurück in die Heimat quasi, du kommst ja hier aus der Gegend. Genau. Wie würdest du dich als Spielertyp beschreiben und hast du eine Lieblingsposition? Ja, also meine Lieblingsposition ist auf jeden Fall die 6. Und ja, laufstark, spielstark, versuche mich gut immer einzubringen und hoffe, dass ich der Mannschaft so helfen kann. Viele haben vorm Spiel ein kleines Ritual. Bevor sie auf den Platz gehen, gibt es sowas bei dir auch? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also ich versuche mich vorm Spiel, gerade in den letzten Minuten, wenn es dann rausgeht, zu konzentrieren, fokussieren und dann auf dem Platz da zu sein. Aber so ein wirkliches Ritual habe ich eigentlich nicht. Nee. Vielleicht nochmal was Privates zum Schluss. Was macht der Tim Wörle, wenn er nicht auf dem Fußballplatz steht? Ich treffe mich gerne mit Freunden, genieße es auch, weil ich jetzt wieder zu Hause wohne, die Zeit mit meiner Familie, mal zusammen was essen gehen, einfach die Zeit, die man jetzt auch die letzten Jahre nicht so hatte. Das genießt man natürlich auch, wenn man dann mal wieder zu Hause ist. Okay, vielen Dank fürs Interview und vor allem viel Erfolg bei den Blauen.